Herzlich willkommen bei This is my Architecture. Mein heutiger Gast ist der Michael Ammann von Simpego. Hallo Michael. Hallo Jan. Erzähl mir etwas über Simpego. Simpego ist ein Start-up, ein Insurtech aus Zürich. Und wir sind wahrscheinlich der modernste und schnellst wachsendste Versicherer der Schweiz. Wir können dank unserem stark digitalisierten Prozess, wir sind komplett in der AWS Cloud oben und dank modernsten Machine Learning-Verfahren im Pricing unseren Kunden eigentlich das beste Produkt zum besten Preis anbieten. Danke. Magst du mir etwas über die Architektur erzählen, die du heute mitgebracht hast? Ja, sehr gerne. Wir sind zwar ein moderner Versicherer, aber nichtsdestotrotz kommen unsere Kunden über die klassischen Wege zu uns. Das heisst, sie kommen zu uns über unsere Homepage oder über die Homepage von unseren Partner. Sie kommen hier rein und kommen zu uns eigentlich ins Backend, unser Bestandesverwaltungssystem, und das läuft auf einem Kubernetes-Cluster. Mhm. Was sind die Gründe, dass ihr euch für Kubernetes oder besser gesagt IKS entschieden habt als Compute Service? Das ist eine sehr gute Frage. Ein wichtiger Punkt für uns ist, halt eben als schnell wachsendes Unternehmen, ist, dass wir auch unsere Computerressourcen einfach skalieren können und dass die stabil laufen. Und gleichzeitig als Startup sind wir auch froh über die Kostenersparnis, die wir in diesem Ansatz haben. Ein weiterer Vorteil ist, dass wir, wenn wir da schon auf Kubernetes in der AWS Cloud sind, dass wir das ganze Ökosystem nutzen können. Und ich kann euch das eigentlich gerne mal zeigen, was das jetzt bei uns bedeutet. Ein wichtiger Punkt für uns ist, oder, unsere Kunden kommen rein, rechnen Offerten, wir bearbeiten den Kunden ihre Verträge. Das generiert einen Datenstrom und diesen Datenstrom wollen wir möglichst effizient analysieren. Das heisst, wir pushen die Daten, den Clickstream, mit einer Kinesis Firehose direkt über in einen S3-Bucket, wo wir unsere Rohdaten speichert. Danke vielmals. Jetzt habt ihr mittels Kinesis Firehose die Daten in einem RAW S3-Bucket abgespeichert. Was passiert jetzt? Ja, wie gesagt, die Daten sind immer noch im RAW-Zustand, das heisst im JSON-Format, das leider noch nicht optimal ist für eine maschinelle Weiterverarbeitung oder Nutzung. Das heisst, wir müssen zuerst noch ETL-Prozess drauf laufen lassen und das ETL, das machen wir mittels Glue. Mhm. Was sind die Vorteile, die euch Glue bringen? Vor allem eine Effizienzsteigerung. Oder? Die Daten kommen kontinuierlich rein und Glue erlaubt uns, die Daten inkrementell zu verarbeiten. Und so wie einfach Glue ist serverless, das heisst, es läuft nur dann, wenn wir es wirklich gerade brauchen. Jetzt in diesem Beispiel tun wir die Daten so prozessieren, dass von den vielen Klicks, die ein Kunde oder ein Mitarbeiter macht, am Schluss nur der letzte zum Beispiel relevant ist. Mhm. Wenn wir den ETL-Prozess durchlaufen haben, dann speichern wir die Daten wieder in S3 ab. Mhm. Das heisst, IKS-Cluster tut einen Clickstream mittels Kinesis Firehose in einem RAW S3-Bucket speichern. Von dort gibt es eine Transformation mittels AWS Glue in einen weiteren S3-Bucket. Wenn die Daten dort unten sind, wie geht es dann weiter? Wir sind schon fast am Ziel. Jetzt müssen wir es wirklich nur noch nutzbar machen. Das heisst, wir haben jetzt hier von dem S3-Bucket einen Crawler, wo die Daten uns in Athena zur Verfügung stellt. Und wenn wir sie in Athena haben, dann updaten sind sie wirklich nutzbar. Das heisst, wir greifen mit unserer Process Automation auf die Daten dort direkt zu. Mhm. Besten Dank. Magst du mir ein bisschen mehr über die Process Automation Engine erklären? Ja, die Process Automation, das ist wirklich das Kernstück von unserer Firma, von der Simpego, weil die erlaubt uns eigentlich den höchsten Grad an der Digitalisierung, den wir schon erreicht haben. Wie der Name sagt, tun wir mit diesem Prozess automatisieren. Zum Beispiel tun wir Verträge anpassen, wir tun Kunden-E-Mails verschicken. Das sind alles Prozesse, die wiederum bei uns im Backend, im Bestandesverwaltungssystem oben ausgelöst werden. Und das wiederum löst natürlich Datenstreams aus. Das heisst, mit dem Prozess haben wir eigentlich wieder den ganzen Kreislauf geschlossen. Mhm. Wir machen aber nicht nur das. Entschuldigung. Wir tun natürlich da unten auch eben Machine Learning machen, zum Beispiel fürs Pricing. Oder wir tun auch automatisch Insights generieren aus den Daten raus. Super. Michael, danke vielmals fürs Beschreiben von dieser interessanten Architektur und deinem Besuch hier bei uns. Ja, sehr gerne. Und euch danke vielmals fürs Schauen von This is my Architecture.